Ich find's auch nicht schön, dass es das Mellebischer Wappen und der Stroß nicht mehr geben tut. Das ist dir die ganze Jahren immer gleich ins Acht gefallen, wenn du ins Ort neu gefahren bist. Aus Blumen war das gemacht und das hat wirklich toll ausgesehen. Aber wie für die meisten Sachen, die wo schön sind, du schon dafür Leute brauchen, die sich drum kümmern dauern. Und weil es in Mellebach alleweil die nicht geben tut, sieht es gerade ein bisschen äbst aus. Ne? Die Blumen sind weg und bloß noch Stau und Erd sind zu sehen. Jetzt will ja der Seniorenbeirat von Mellebach zusehen, dass es wieder ein bisschen was fürs Acht geben tut an der Stelle. Die suche Leute, die wollen es in die Hände nehmen und am besten wieder das Wappen aus Blumen aufpflanzen tun. Da müssen sie halt bloß gucken, dass sie nicht an die Falschen kommen. Wie die Pferde Sellemuls in Kreisel noch Krummuch naus gesehen haben, da waren ja ein paar Schlawiner am Weg, die sich da eine Haschischplantage einrichten wollten. Sowas braucht man natürlich nicht. Aber warum soll man so ein Gemeindewappen nicht wirklich mit was Nützlichem einpflanzen? In Mellebach ist ja viel Raut im Wappen dabei. Da dehnen sich doch Tomaten anbieten. Rautriebe gehen auch, aber da guckt halt bloß der grüne Stängel oben raus. Und für die weiße Glocke, da kennt man ja die grausen Pilze nicht mehr, die sie neulich in Pferd auf einer Wiese gefunden haben. Riesenbowischte, hasen die. Aus denen kann man dann sogar Schnitzel machen. Oder man lässt es ganz einfach so mit dem Wappen und macht einfach ein bunti Rabatt, wo man am Ende auch was ernten kann. Einmal was Gescheites machen, geht ein Flächenfraß, weil ihr dem immer weniger Ackerboden geben tut. Geige statt Glocke. Das könnte man ja mal versuchen. Und der, wo sich drum kümmern tut, der darf es aber holen. Oder verkaufen. Allerdings, bis zum nächsten Mal. Euer Schorsch.